Herzlich willkommen. Wir sind hier mit Jeremy im Projekt Fair für alle. Lebensmittel sind kostbar. Lebensmittelverschwendung ist ein großes Problem in Deutschland. Also allein in Deutschland Millionen Tonnen werden jährlich weggeschmissen. Gute Nachrichten, es gibt Initiativen, die gegen Lebensmittelverschwendung viel unternehmen. Zum Beispiel die Tafel in Erkner. Die gehen wir uns jetzt angucken. Hallo, erzählen Sie doch mal, was ist die Tafel? Bei uns heißt es ein Projekt zur Armutsmilderung. Das heißt, dass Sozialbedürftige, denen es nicht so gut geht im Leben, die wenig Geld haben, hier Lebensmittel und andere wichtige Sachen erhalten. Einmal die Woche komme ich hierher, weil hier wirklich gut ist. Ich kenne mehrere Tafeln, da ist es nicht so. Also ich kenne schon mehrere. Und ich bin Rentner, bin da schon ewig arbeitsunfähig. Und deswegen bin ich hier. Man kann dadurch sparen, man hat ja so genug Rechnung. Hallo, was macht ihr heute hier? Ich arbeite ehrenamtlich hier und habe heute meine Tochter mitgebracht, um mir das einfach mal zu zeigen, wie das hier bei uns ist und ob sie vielleicht auch Lust hat, mal mitzuhelfen. Möchtest du bei unserem Projekt auch mitmachen? Gerne, also ich helfe da, wo ich kann. Wo kommen die Lebensmittel eigentlich her? Die Lebensmittel werden jeden Tag durch unsere Fahrer an den Märkten abgeholt. Die stellen die Märkte zur Verfügung. Alle Sachen, die sie also normalerweise über die Tonne entsorgen würden, die werden durch uns nochmal aussortiert, weil viele gute Sachen bei sind. Und wir sind ja auch gegen Lebensmittelverschwendung. Ne? Wir tun auch was für die Umwelt. Was unterscheidet eigentlich diese Tafel von anderen Tafeln? Wir haben es zum Beispiel, dürfen bei uns die Leute hier reingehen, sich selbst die Lebensmittel aussuchen, was sie mitnehmen möchten. Und in anderen Tafeln haben wir halt Tütenware. Da werden Tüten eingepackt und dann müssen die Leute die Tüte nehmen und so halt einkaufen. Wer arbeitet denn eigentlich hier? Wir haben Gott sei Dank viele ehrenamtliche Mitarbeiter und wir haben auch einige Angestellte und halt liebe Praktikanten, so wie dich und den Jerry. Ich mache das nur ehrenamtlich und wir fahren Mittagessen halt an Senioren aus. Hier wird ja gekocht und das Mittagessen, das packen wir jetzt hier in diese Autos und dann liefern wir das in Erkner aus. Mhm. Ja, aber wir müssen jetzt weiter einpacken. Mobile Tafel, das ist für die Kundschaft, die auch mal hier einkaufen war, die jetzt nicht mehr können. Und die bekommen von uns die Lebensmittel praktisch schon angeliefert. Und also es ist wirklich eine feine Sache, kann man nicht anders sagen. So, ein bisschen näher ran, noch ein bisschen näher. Heute hier. Guten Tag, ihr Lieben. Ich und Jeremy.